Hallöchen, Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Tower Conquest. Ja. Wir können wieder trainieren. Mein B-Squad. Mein A-Squad trainiert hier noch 8 Minuten, trainiert er noch. Okay, wunderbar. Wir können erstmal ein paar Geschenke annehmen. Gehe ich mal von aus. Genau, alle 7 annehmen. Und wir können, oh, noch giften, alles klar. Und wir können noch ein kleines Package aufmachen. Ein kleines Freundschaftspaket. Mal gucken, was drin ist. Ein Reaper? Die Sun Gold. Da müsste ich auch immer 5 Sterne haben. Gefühlt. So oft, wie ich die jetzt schon bekommen habe. Oh. Fehlt nicht mehr viel. 96 von 100. Hier können wir einmal meinem Dark Priest eine neue Entwicklungsstufe verpassen. Eine ziemlich geile Entwicklungsstufe, muss ich gestehen. Er kriegt erstmal 75 Angriff dazu und 40 Leben. Und hat 5% mehr Chance für Steel Essence. Ach ne, hier unten muss ich ja. Da, Evolve. 350 bis zum nächsten. Das dauert eine Weile, bis ich das wieder hinkriege. Dann haben wir hier eine Turtle Cannon, die wir evolven können. Kriegt ganze 9 Schaden dazu. Und ganze 14 Leben Unstable Ammo. Guck mal, was das für eine Fähigkeit ist. Okay, wieder irgendwie so eine Lache hinterlassen. Welcher halt dem Gegner schadet. Ja, schön für dich, Turtle Cannon. Und wir können den Task Ward evolven. Anscheinend haben wir so oft den bekommen. Da kriegen wir einmal 24 Schaden dazu und 43 HP. Und die Fähigkeit Tusks charges into the first enemy group it finds, knocking them back. Heißt also, er stürmt rein und stößt die Gruppe weg. Und hier haben wir natürlich den Tamatoad, den können wir natürlich auch noch evolven. Er kriegt einmal 42 Schaden dazu und 240 Leben. What the fuck, ey. Und hat 5% mehr Chance für Slam. Und wir kriegen hier, wir haben 100 Sternchen erreicht. Wir haben freigeschaltet das Ding. Die Cathedral gives all your units damage reflection. Heißt also, wenn sie angegriffen werden, dann reflektieren sie Schaden. Den... Na, komm, klick drauf. Den Juggernaut. Das ist der Typ gewesen, den ich meinte, mit den vielen Fäusten, der hier zuschlägt. Nicht der hier, der Reposer, sondern der Juggernaut, der abartig viel Schaden macht. 100 und 550 Leben und kostet nur 250 Mana. 550 Leben ist nicht wenig, ne? Fallout hat 4700, der Missile-Bot hat 126. Der Shipboard hat 1127, aber der ist dann auch noch Level 1, ne? 550 Leben, Mann, what the fuck. Okay, krasses Ding. Und hier gibt es noch... Wen haben wir denn da? Ein Guardian, Rare Invader Minion. Ach, das ist der mit dem AOE-Tag gewesen, oder? Ne, doch nicht. Slow, tough enemy damage... Slow, tough unit damage enemy with a shield. Also, der ist auch so tanky. Charged Knights. Es ist ziemlich hässlich, die ganzen Viecher. Gut, wir haben jeweils, na gut, hier haben wir noch nicht voller Energie. Wir haben gerade fürs Training eine Energie rausgehauen. Wir können aber trotzdem erstmal weitermachen hier. Haben wir noch irgendwas, wo ich hier, ja, da müsste ich noch. Das habe ich irgendwie nicht geschafft. Hatte ich es nicht einmal versucht gehabt? Ja, gegen Terminus habe ich keine Lust. Das ist langweilig. Der schießt mir zu viel. Hier könnte ich eigentlich das Team benutzen, das ist okay. Mein gutes Team. Ich liebe den Griffon. Das ist so eine geile Einheit. So eine edle, tolle Einheit. Ah, jene Paladin kommen auch easy an. Das ist kein Problem. Ein Pleasant. Komm her hier. But 200 Schaden. Das ist auch schon abartig. Und der Healbot, Nio, bitte einmal heilen. Ich liebe diesen Heal. Der ist so heftig, Mann. Na, komm mal ein Stück näher. Da kommt noch ein kleiner Reaper mit dazu. Und ein Kommentar war mal gewesen, was auch gar nicht so doof ist gewesen, ist der Kommentar. Der Reaper... Zack! Produziert er mal Zombies, wenn er Gegner tötet. Und die Frage war da gewesen, steigen die Zombies von der Stärke, oder sind die Zombies meine Zombies, oder sind es irgendwelche
Durchschnittswerte, die da genommen werden. Weil es wurde wohl gesagt, die Evolutionsstufe 2 sind wohl meine Zombies, also von der Evolutionsstufe her. Oder 3, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen die wohl so aus. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet. Ja, die 2 ist es. Soll wohl nach meinem Aussehen, nach meinem Zombie? Ah, müsste mal auf den Fuß gucken und auf die Jacke und auf den Arm. Ob die dann halt auch so stark sind wie meine, ne? Also, wenn ich jetzt theoretisch aufrüste, dass die dann halt stärker werden, was natürlich auch eine ziemlich krasse Sache wäre, weil das muss man auch berücksichtigen, wenn man mit Reaper spielt. Auf jeden Fall cooler Hinweis gewesen. Habe ich daran überhaupt noch gar nicht gedacht gehabt. Da haben wir einen Griffon und ich glaube, wir sind mit dem Team ja eigentlich ganz gut, weil der Griffon, der fickt wieder meine Einheiten, wenn er wieder runterstürzt. Da möchte ich dann doch lieber mit dem Team spielen. Und wir haben wieder Zeit, um Energie zu horten. Ah, der ist ein bisschen zu schnell gerade. Vor allem, der macht doch so guten Schaden, der Typ, ne? Und der hat eine coole Waffe mittlerweile. So einen kleinen Säbel, ne? Ja, so ein... Da, das, was hier rauskommt. Wir machen aber... Oh, vielleicht sollte ich mal ein bisschen Mana. Das war irgendwie ein Fail gewesen gerade. Ach, da war gerade ein Supercharge gewesen, habt ihr das gesehen? Habt ihr wohl nicht gesehen. Er war dafür sehr schnell gewesen. Batsch! Ja, mit dem Schild, denke ich, ist kein Problem. Das kriegen wir locker weg, das Schild. Der Bischof rennt von meinem kleinen... von meinem kleinen Thresher weg. Bam! Eine richtig dicke Armee ist das. Und erledigt die nächste Ebene. Eine Kingsman Chest und da gibt es Bogenschützen, Lanzenträgerin und was Gold. Danke. Hier müssen die Invaders sein, die Außerirdischen, genau. Guardian und Gun Toad, da kann man die Truppe nehmen. Meine Dingstruppe sollte man nehmen, wenn wieder was Stärkeres ansteht. Mein A-Squad. Gleich mal meinen Dark Priest wieder benutzen. Die neue Evolutionsstufe, der sieht ja schon ziemlich geil aus. Oh, der ist aber uncool, wenn die hier sein Schild kaputt macht. Und der hat sie betäubt. Wunderbar. Bam! Und gleich können wir einen bekehren, wenn einer kommt. Ja, warum sollte ein Gegner kommen, mal wenn ich so ein Herz habe? Warum sollte es kommen? So, was haben wir denn eigentlich für Quests gerade noch? Fight in 5 Arena Matches, okay. Kill 25 Enemies with your Hero und open 3 Chests. Können wir irgendwie alles nicht mehr erreichen. Aber hier können wir auch ein neues Squad zum Training schicken. Und damit sollten wir auch den Thresher evolvieren können. Genau. Da hat er nicht mehr viel gefehlt gehabt. Und er kommt auf Stufe 3. Er kriegt ein ordentlich böses Face. Meine Fresse, kriegt der ein böses Face. Holy shit, ey. Einmal 90 Schaden dazu und 36 HP dazu. So, evolven und 25% Chance für Runaway Blade. Was auch ziemlich heftig ist, das Blade. Darf man nicht vernachlässigen. Was war jetzt gewesen? War hier ein UFO mit dabei gewesen, ne? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Kann man einen Samurai vorschicken, der ist auch ganz gut. Das ist doch nicht ganz so tanky. Aber er macht doch guten Schaden noch.
Und der Ninja krittet so viel. Ja, weg hier. Verkackt. Ein kleiner Schildbot. Task Ward, ja, ist auch wieder easy mit dem Trupp zu killieren. Muss man nur aufpassen, nicht, dass er rangestürmt kommt. Deswegen eigentlich immer die Upgrades nur kurz bevor man das Mana erreicht hat, was man lagern kann. 500 brauche ich hierfür. Kriegst du. Ach, ich liebe das. Diese Heilung ist so gut. War es nicht so cool, geht mal weg. Er ist leider gestorben. Aber dafür kommt gleich noch ein anderer nach. Haben wir gleich noch einen zweiten ausgebildet gehabt. Die Ninjas sind so heftig, Mann. Schon ein bisschen traurig mit denen zu spielen. Assassin Buck. Kannst du wieder den ersten Gegner überspringen? Dann schicken wir den gleich mal vor. Ja, da ist er nämlich schon wieder. Das ist eine Drecksau, das ist unglaublich, ey. Weil er macht doch so viel Schaden, ne? Meine Fresse, ey. Guck mal, der nächste. Ich glaube, hier tickt nicht mehr ganz richtig, ey. Ich hoffe, sterben die natürlich auch schnell, aber trotzdem. Na, schon wieder. Haben die nur so eine Einheit oder was ist los? Komm, verpiss dich. Da wurde einer zurückgestoßen. So. Haben glücklicherweise echt nicht viel Leben, die Viecher. Oh Gott, mein armer Assassine. Mein armer Assassine. Und gleich kommt wieder so ein Assassin-Bug, oder? Jo. Rechtzeitig ausgesaugt den Gegner. Hier haben wir den Overseer. Na, den werden wir nochmal ganz easy killen mit meiner Truppe. Mit meinem Lieblings-Squad. Na, der Thrasher sieht so böse aus. Guckt euch den mal an, ey. Schon, oh mein Gott, da ist ja auch einer. Der läuft über beide, habe ich recht. Das war so klar. Das hätte ich mir sparen können. Ja, schade. Das war sehr clever gewesen von mir, muss ich schon zugeben. So, wo den Repair-Bot. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Das Spiel macht schon wieder keinen Spaß mehr. Natürlich, los, kill mein Repair-Bot. Ekelhafter Overseer. Da, du kannst meine Zombies übernehmen, du Arsch.
Aha! Fick dich! Wichser! Ah, komm, das macht so überhaupt keinen Fun, ey. Wie kann ein Held bitte... Soll man dazu sagen, ne? Außer, dass es ziemlich lame ist. Komm. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Wie oft hat er jetzt schon mal ein Repairbot gefickt? 100 Mal? Das ist ein Arschloch. Na gut. Overseer sind gefährlich. Ich mag es nicht, wenn man meine Helden übernimmt. Da werde ich böse. Ach, scheiße. Volle Energie wieder. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Tja, volle Energie, ne? Ich meine, so eine Chest hätten wir gehabt. 7-mal den Toad, 10-mal den Lord. Genau, Void Lord hieß er, glaube ich, und 6-mal diesen Sentinel Orb. Und das ist das vorvorletzte. Und ja, hier ist dann Ende. Was sind das eigentlich für 3 Missionen jedes Mal? Gewinnen, Zeit und unbeschadet. Wirklich gewinnen? Das steht jetzt nicht hier. Egal. Können wir mal ganz kurz versuchen. Einfach just so fun. Der Gegner zu vernichten mit Reaper. Batsch. Versuchen wir es mal. Ein Treasure. Vielleicht wird Terminus kommen. Aber wir sind relativ weit vorne. Und wir können ihn auch vernichten, ne? Easy. Schon mal eine Terminus-Karte bekommen. Ah, das war ja gar nicht so schwer, wa? Da doch noch den Dings zu bekommen. Ja gut, hier haben sie auch nur das geschafft, weil die diesen dreckigen Assassin-Bug hatten. Und der immer super toll rüberspringt über alles. Okay, meine Freunde, wir sind schon bei etwas, ein paar Minuten mehr. 17, fast 18 Minuten. Wir machen ganz kurz eine kleine Pause, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Tower Conquest. Bis dann, ciao.